Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Folge der Pokémon Sonne Blindlock. Yes! Wir wollen erstmal, wie im letzten Part angedroht, ein neues Pokémon fangen. Und ich bin gespannt, was es ist. Kommt ein Pepek, darf ich es nochmal versuchen? Das wissen wir ja inzwischen. Ein Wingull! Ein Wingull. Leider kein neues Pokémon, aber hey. Das können wir wenigstens ordentlich schwächen. Ich mach mal Kratzer. Wie es macht Aquaknarre, dann habe ich wieder Angst. Superschall. Und es trifft natürlich. Na klar trifft es. Sicher doch. Warum auch nicht? Ja, ich probiere es mal mit Pokéball, ne? Los, Pokéball! Yay! Mhm, zwei. Verdammt. Mist, das war knapp. Ja, ja, mach mal ruhig. Will ich wirklich angreifen? Ich glaube nicht. Ich werfe nochmal einen Pokéball. Einsetzen. Vielleicht bleibt er jetzt drin. Ansonsten schmeiße ich gleich einen Superball. So, einmal, zweimal, dreimal habe ich gehört und drin. Yes! Klasse! Wingull wurde gefangen! Uhu. Das hier erhält Erfahrungspopel. Yay, und Level Up! Wie die Angriffe immer noch gleichmäßig steigen, finde ich echt toll. Flum, AP Tyler, Technotukan erreicht Level 10. Yeah. Für Wingull wurde ein Eintrag im Dex im Klassenbuch eingelegt. Sehr gut. Das Bild ist cool. Registriert. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Pokémon im Pokédex registriert. Wingull, die Seemöwe. Seine Knochen sind hohl und daher sehr leicht. Mit seinen ausgebreiteten großen Flügeln steigt es hoch in den Himmel empor. Einmal fliegen. Yes! Einmal kreiseln und... Ja. Alles klar. Möchtest du... Ja, ich möchte einen Spitznamen. Und da gibt es mal einen sehr kurzen Schnitt. Einen Moment bitte. So, wie sieht's denn mit Pecco aus? Wegen einem gewissen alten Seefahrer. So, oh, meine kleine Pecco. Es ist sogar weiblich, da passt es ganz gut. Ich glaube, Pecco ist ein guter Name, ne? So, muss ich mal kurz. Ich habe kurz was nachgeguckt und ja. Pecco ist jetzt im Team. Jetzt haben wir drei Pokémon. Pecco wurde in dein Team aufgenommen. Yay! Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir haben ein neues Teammitglied. Yay, ein Clubmitglied. So, mal gucken. Einmal möchte ich noch kämpfen, was wir noch so hätten kriegen können. Ein Radfratz. Es wäre mir doch lieber gewesen, einfach weil ein Rechtsradikal. Ich meine, hey, wer möchte nicht ein Rechtsradikal haben? Ein Rechtsradikal. Ja, machen wir mal Glut, ne? Das werde ich einfach mal umklatschen. Einfach aus Prinzip. Das wird ein Two-Hit. Energiefokus. Vergiss es mal, kleiner. Ich meine, Rechtsradikal wäre schon geil gewesen. Aber Wingull ist auch gut. Wingull hat zwar eine Vielfachschwäche gegen Elektro, sowie Rechtsradikal eine Vielfachschwäche gegen Kampf. Aber es hat überlebt. Pelipper hat eine bessere Verteidigungswerte. Von daher passt das schon. Hier, komm. Ich kratze dich. Bats! Erstmal den Schnurrbart abrasieren. So, das hier erhält Erfahrungspopel und das war's. So. Ich würde mal sagen, ich lasse den EP-Teil einfach an, weil es schon ganz gut. Es ist schon ganz gut, dass wir alle gleichmäßig leveln können dadurch. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Trank einsetzen. Kein Bock jetzt zum Pokémon Center zu laufen. Und wir haben ja noch 20 Tränke, das passt schon ganz gut, ne? Upsa, wollte ich nicht. So. Jo, da haben wir das. Einmal Hallo sagen.
Alola! Juhu! Wow, sehr gesprächig, ich bin begeistert. Hä, was? Wo sind wir denn hier? Können wir uns einfach jetzt nur einkleiden? Ja! Wie schön, dass das wieder möglich ist. Oh, ich freue mich. Hallo Janine, dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus oder deine Mutter? Nein, das macht Mama. Nein, komm. Natürlich, wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Ich hätte dich's mal gedrückt, ey. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Janine, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diese beiden Artikel überreicht. Allem Anschein nach war ich der 99.000. Kunde der Boutique. Da ich aber so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich sie gerne dir überlassen. Danke! Linsen-Etui. Ah, okay. Linsen-Etui und Kosmetik-Etui. Oh, toll! Jetzt haben wir ja etwas gemeinsam, nicht wahr, Janine? Linsen-Etui und Kosmetik-Linsen? Können wir uns die Augen damit färben? Einmal mal reingehen da. Eine große Stadt braucht natürlich eine einige Einrichtungen, so wie ein Rathaus zum Beispiel. Aha. Ah. Die Seegurke. Voll toll. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du dein Outfit zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auf der sicheren Seite. Ich werde mich schwarz anziehen. Wusstest du schon, dass Boutiquen je nach Insel ihr eigenes Sortiment haben? Ach ja, am liebsten würde ich ja gleich alles mit nach Hause nehmen. Ich hasse einkaufen. Besonders Klamotten. Ich kaufe lieber nerdige Shirts online. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seine Pokémon abstimmen könnte? Ja, schwarz-rot, so wie Dusty. Wenn du dich umziehen oder neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der Umkleidekabine tun. Dank dem großen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Willkommen, ich will etwas kaufen. Was haben wir denn hier so Schönes? Jetzt gibt es eine kleine Fashion-Show hier. T-Shirt mit V. Okay. Okay, schwarz. Rot, gelb. Rosa. Beige. Beige ist beige. Tanktop. Ich glaube, ich nehme ein T-Shirt. Tanktop mit Blumenmuster. Nein, nicht Blumenmuster. Surfer-Tanktop. College. Okay. Ich hätte gerne ein schwarzes T-Shirt. Jo. Vielen Dank. Dann. Hose. Schwarz. Schwarze Shorts. Freizeitshorts. Ja. Rote Freizeitshorts oder normale Shorts? Ich nehme die normalen. Jo, die hätte ich gerne. Dann. Okay. Also Riesensocken, Knöchelsocken. Oder Strümpfe. Ich finde, weiß ich, also. So Riesendinger, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so pralle. Filzhut? Filzhut. Ja, wir bleiben bei unserem stylischen, hässlichen Cappy. Mützchen da oben, ne? Ich würde mal sagen. Ja, komm, wir nehmen mal die schwarzen. Passt schon. Okay. Möchtest du gleich anprobieren? Jo, möchte ich. Und schon sind wir individuell. Vielen Dank. Bitteschön. Yeah, ich bin individuell. Individuell. Freue ich mich. Und alles so, dass die Like angezogen. Geiler Scheiß. Schal, schönen guten Tag. Ich verteile Geschenke an Besucher unserer Boutique. Hier mit den besten Empfehlungen. Seidenschal. Oh, danke. Gibst du den Seidenschal einem Pokémon, steigt die Stärke all seiner Normalattacken. Gutes Stichwort. Erstmal gucken, was kann Wingull eigentlich, was kann Pekko eigentlich alles? Oh, es hat eine Prachtfeder. Danke. Bericht. Pekko. Aquaknarre, Flügelschlag, sehr gut.
So, erstmal. Dass die immer treffen mit 55 Genauigkeit, das ist schon. Ich weiß auch nicht. Erstmal die Attacken anordnen. So. Ja, kann so bleiben. Dann haben wir hier einmal den. Ja, so kann das bleiben. Es ist sanft. Es ist sanftmütig. Sanftmütig, also okay, sanft. Es ist sanft. Es ist einfach sanft, da passiert weder was Gutes noch Schlechtes. Es hat Rehydration. Okay, dann würde ich mal sagen, ich will immer weiterlaufen, obwohl er noch nicht alles und so weiß Bescheid. Hallo, ein Friseursalon und eine Boutique. Hier gibt's alles, was man für einen Imagewechsel braucht. Ich möchte eine andere Frisur, diesen Pisspot-Schnitt, den, boah, das geht ja aber gar nicht. Egal, was dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Was darf es denn sein? Ein kurzer Schnitt, ein Bob oder vielleicht Zöpfe im Dutt? Du hast die Qual der Wahl. Eine Yugi-Karte gibt's ja auch, cool. Wir färben dir auch die Haare ganz, wie du möchtest. Na, was sagst du? Probier doch mal einen neuen Look aus, wo du schon mal hier bist. Yo. Herzlich willkommen. Wir. Haare schneiden, Haare färben, Haare schneiden, unfärben. Schneiden. Haare schneiden, kein Problem. 4000! Folge mir, ich bringe dich zu deinem Stuhl. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Okay. Boah, Janine, du hast dir einen Flamiao geschnappt. Dieses Pokémon kenne ich auch. Ich bin ein riesiger Fan von Flamiao. Also gut, was soll es heute sein? Bob, kurz, lang und glatt, mittel, kurz und gewellt, Haarkranz, lang und gewellt, Zöpfe im Dutt. Haarkranz, nein, lang und gewellt. Kurz und gewellt, lang und glatt. Das müsste dann so wie bei Lilly aussehen, ne? Mittel, kurz und gewellt. Lang und glatt. Machen wir mal lang und gewellt. Lang und gewellt, ja. Hast du eine Präferenz beim Pony? Seitlicher Pony, kurzer Pony, kein Pony. Seitlicher Pony. Er soll also so bleiben, wie er jetzt ist. Ja, ist okay. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Lang und gewellt. Jo. Gut, dann fange ich jetzt an. Alles klar. Wasch, wasch, schnipp, schnapp. So, das wäre geschafft. Tada! Toll siehst du aus. Ich weiß, Dankeschön. Als Dankeschön aktualisieren wir auch dein Trainerpassfoto. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch, junge Dame. Ah, ich bin Beauty. Jetzt sieht die Mütze nicht mehr so. Ich weiß nicht aus. Die Mütze ist immer noch nicht der Bringer, aber es sieht schon mal besser aus. Das Kampfbuffet ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums. Ah. Hier können wir einkaufen. Hallo. Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer reist, desto stärker wird seine Freundschaft zu ihm. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ah, okay, da darf ich nicht rein. Wahrscheinlich, weil es mitten in der Nacht ist. Halb vier morgens, da würde ich auch nicht einkaufen gehen wollen. Okay, dann machen wir mal weiter. Das hier müsste das Ratzhaus sein. Ja, das ist das Pokécenter. Ratzhaus. Ich hab auch einen am Ratzhaus. Ah, zwei Typen. Willkommen, ich möchte was klaufen. Was hast du denn so schön? Müll. Umweltverschmutzer! Der verteilt seinen ganzen Dreck immer über, ich verstehe schon. Superball, Seidenschal. Was haben wir hier? Linsen-Etui, Kosmetik-Etui. Okay, der hat nichts zu verkaufen. Wir haben aber auch noch genug, ne? Aber ich brauche nichts. Anstandshalber gucke ich mal bei dir. Ja, mal. Was hast du denn so? Guck mal, bla 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 bla. Nichts Interessantes. Habe ich ganz vergessen. Den Seidenschal wollte ich ja noch verteilen. Geben, damit das dies Kratzer stärker wird. Einfach nur dafür. Bam 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 bam. Oh, die sind am Zocken. Ich will dann Anton haben, also lass uns gleich nochmal tauschen.
Mit der Funktion sofort legen konnten wir im Handumdrehen Pokémon tauschen. Wow. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Haben wir schon gesehen. In der Demo, in der schlechten. Entschuldige bitte, du bist doch ein Trainer, oder? Nun, du fragst dich sicher, was soll eine Schönheit wie ich von dir will? Ja, wir sind beides Schönheiten. Die Sache ist die, ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Hättest du kurz Zeit? Sicher doch. Ich danke dir. Nun, wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Ich würde sagen, die ist ganz schön eingebildet, aber sie hat schon irgendwo recht. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißende, fesselnde Persönlichkeit. Verstehst du? Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Haholi-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwimmenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes, kugelrundes Aussehen, punkten dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich hoffe mir nun im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihm zu lernen. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du einen Driftlon fangen und im Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gerne. Auf dem Friedhof können wir Pokémon fangen. Das möchte ich tun! Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke denselben Typ... Ja, Step, das kennen wir doch. Wir sind doch nicht von vorvorgestern. Wir sind von heute Morgen früh. Hi. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Ein Heilball. Danke, Typ, der in der Demo mir was geschenkt hat. Pokémon, die du mit einem Heilball verhängst, erhalten sofort wieder volle KP. Und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Sehr geil. Ich habe noch gar nicht die Sachen hierhin übertragen. Ich könnte mir eigentlich einen Quajutsu rüberlinken. Aber nein, noch nicht. Noch nicht. Obwohl es ein Geschenk des Pokémon wäre. Das wäre auch schon geil irgendwie, ne? Bevor wir da was machen, gehen wir erstmal noch ein bisschen hier gucken. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang. Müßiggang ist aller... Ach, Müßiggang ist aller Laster anfangen. Für Team Skull gilt das ganz besonders. Ja, Team Skull. Diese Typen sind echt Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich, um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Ja, Team Rocket für Arme. Team Skull treibt sich in der Hafengegend herum. Ich bin schockiert. Brrst. Oh, er ist schockiert, weil er ist ja auch nur ein Elektro-Geist-Pokémon und aha, da ist der King. Da gehen wir gleich erstmal hin. Ach komm, was wir quatschen einfach mit ihm. König Summer! Oh, Tauros. Tau! Tut mir leid, Janine, aber ich muss dich bitten, etwas Abstand zu halten. Der alte Hala ist gerade schwer damit beschäftigt, Tauros zu besänftigen. Geh doch so lange in Hauholi spazieren. Um 4 Uhr, fast 4 Uhr morgens. Ha! Okay. Dann wollen wir auf dem Friedhof. Vielleicht können wir einen Driftlon fangen. Oh, ein Pool. Darf ich auch schwimmen? Äther. Okay. Da darf ich nicht durch, ernsthaft? Ich möchte doch nur da rum gehen. Ich darf nicht... Ich darf da auch nicht... Pseudo-Freiheiten. Toll. Okay, hier ist sonst nichts. Gehen wir mal da rein. Wo sind wir da überhaupt? Wo ist überhaupt der Friedhof? Hi. Machomai ist wirklich eine große Hilfe. Pokémon haben eben genau wie Menschen alle ihre ganz eigenen Stärken. Macho! Ja, groß, kräftig, schildlos und prügelt dich einfach kaputt. Ein Driftlon! Drief! Driftlon ist cool. Der junge Herr Elimar wird von einigen gern auch der Prinz der Trainerschule bezeichnet. Besonders vornehm wirkt er aber nicht auf mich. Er ist so versessen aufs Kämpfen wie jeder andere Trainer, sag ich dir. Alles klar. Darf ich dir Backwerk aus einer Fernregion anbieten? Illuminage, Galette, wie auch immer. Dieses Gebäck stammt aus der Region, in der Elimar sein Studium als Pokémon-Trainer absolviert hat. Elimar hat den Titel des Captains aufgrund seines großartigen Könns errungen. Es ist fast ein bisschen so, als würde ich in ihm mich zu meiner Glanzzeit auf der Bühne sehen. Ah ja, ich verstehe, du warst also mal ein Kerl. Der lässt mich nicht durch.
Schweinerei. Freunde von Elima sind hier immer willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Alles klar, ich geh mal pennen. Ja. Eine Tür, in die wir rein dürfen. Elimas zu Hause. Oh. Du kannst dein Spielgebild in den Trophäen sehen. Sie werden offenbar regelmäßig poliert. Sehr eitel, der Gute. Okay, aber sonst können wir nichts machen. Ja, ganz toll. Wir können also nichts großartig machen. Oh. Der Bettbezug ist angenehm sauber und die Matratze ist weder zu hart noch zu weich. Perfekt. Einfach mal Probe liegen. Vielleicht kommt er ja gleich nach Hause. Na, hoffentlich nicht. So. Okay, hier haben wir alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und tschüss. Einfach ein fettes Anwesen, ich verstehe. Hier war das mit dem Machomai, was dir einem Pferde geholfen hat. Das weiß ich noch. Aus der super tollen Demo, die total scheiße ist. Wir gehen mal kurz ins Ratzhaus. Das ist wieder ein Goof. Ein Goof-Goof. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Nobel, nobel. Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Unsere Familie wächst und Pokémon haben wir auch jede Menge. Bei uns ist immer was los. Das ist schön. Im Ratzhaus Dokumenten nachzujagen erinnert mich ein bisschen an alte Videospiele. Papier, Passierschein. Wie war das? Ah, bla bla bla, was weiß ich, habe ich vergessen. Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokécenters zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Ratzhauses. Da ist ein Scharnier und ein Pikachu drauf. Gugu? Gugu Gadget! Hier hast du etwas Medizin für deine Pokémon. Ein Viertel Nugget, dankeschön. Da hinten laufen Menschen rum. Na nun, sieht so aus, als würden uns bald die Beeren ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Okay. Kann ich bitte deinen Trainerpass sehen? Ah, warte, du bist doch Janine, stimmt's? Ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist zusammen mit deiner Mutter und einem Mauzi hergezogen, richtig? Bist du schon einem Mauzi aus Alola begegnet? Ja! Die sehen ganz anders aus als die aus Kanto. Ja, irgendwie hässlicher. Das Ratzhaus kümmert sich darum, die Straße unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémobil-Pokémon begehbar sind. Ja, besser als so, wie unsere Straßen hier in Deutschland manchmal sind. Meine Fresse, mehr Schlagloch als Straße. Denn da sind wie Erinnerungen, die man sein Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ganz, ganz viele tolle Bänder. So, bevor wir weitermachen und mit dem Bullen quatschen, machen wir erstmal für heute Feierabend. Wir haben einen neuen Look, wir sind Beauty und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Upsa. So, das war's für heute. Arrivederci, meine Kamakurunis. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann.